Hallihallo, hopsala und tralala. Ich habe mir jetzt gedacht, ich zeig dir, wie du mit meinem Buch arbeitest, wie du damit wirklich umgehst, wie dieses Buch zu einem richtig coolen Tool und Werkzeug wird. Du hast in diesem Buch hast du eine ein sehr langes Inhaltsverzeichnis, nicht eine sehr lange, sondern ein sehr langes Inhaltsverzeichnis, und du hast eine Einführung, in der ich dir zwei oder drei Apps empfehle, die du gratis verwenden kannst. Für zwei Kapitel im Buch, nämlich für die Astrologie und für Human Design, brauchst du nämlich dein Chart. Also du musst wissen tatsächlich, wo deine Dinge stehen, also was da alles zu sehen ist, damit du hier einfach ganz, ganz schnell gezielt im Buch arbeiten kannst. Das heißt, du brauchst von dir dein Geburtsdatum, deine Geburtszeit, und du brauchst deinen Geburtsort, genauso auch von Menschen, mit denen du arbeiten möchtest oder wo du etwas über sie herausfinden willst. Wie gehst du dann damit um? Das heißt, du bekommst jetzt zum Beispiel in Human Design, findest du durch die App heraus, du bist Generator mit einem Profil 5-2. Ja? Und dann schaust du mal hier im Inhaltsverzeichnis, und dann hast du hier drinnen stehen, bei Human Design in diesem Kapitel, hast du den Generator. Und dort gehst du jetzt einfach einmal hin im Buch und schaust, okay, was steht da alles über den Generator drinnen. Dann hast du dir das einmal herausgesucht und gehst jetzt dann weiter. Was ist denn meine Autorität zum Beispiel? Also in meinem Fall ist eine sakrale Autorität, ja, neben dem Profil 5-2, da kommen wir gleich hin. Dann hast du als zweites Kapitel die Autoritäten. Dann gehst du einmal hin zur sakralen Autorität, oder wo du halt auch immer bist oder für wen du schaust, und liest dir mal dort die Sachen durch. Dann hast du schon im dritten Kapitel die Profile, da schaust du jetzt nach, zum Beispiel 5-2. Aha, was heißt das auf Seite 75, ja? Und gehst dorthin und liest dir mal die Sachen durch, was da so drinnen steht, und gehst dann auch all deine Zentren durch. Das heißt, du schaust dann, okay, welche Zentren im Human Design sind gefüllt. Du findest auch in der Einleitung pro Kapitel, was heißt das überhaupt, ja, wie finde ich das überhaupt, was ist das überhaupt, wenn du damit noch gar nichts zu tun gehabt hast, und weißt dann auch, okay, auf was muss ich schauen. Und dann steht dann zum Beispiel sowas wie Kronenzentrum. Ja, genau, das Kronenzentrum. Und dann schaust du einfach nach und siehst, ah ja, okay, bei mir ist das Kronenzentrum definiert, das heißt farbig. Was bedeutet das? Bei mir ist das Kronenzentrum nicht definiert, das heißt leer. Was bedeutet jetzt das, wenn das undefiniert ist? Und so arbeitest du dich dadurch, genauso in der Astrologie. Zum Beispiel bei mir, ich bin Widder. Vom Sonnenzeichen her, ja, was bedeutet das? Ich habe Aszendent Steinbock, was bedeutet das? Mein Mond steht im Krebs, was bedeutet das? Und so gehst du durch, und das gleiche Spielchen machst du dann eben auch mit den Lebenszahlen. Dabei brauchst du aber bitte keine App, die dir da hilft, sondern da rechnest du einfach nur dein Geburtsdatum durch. Das hast du alles hier gut drinnen beschrieben, aber so gehst du damit um. Also du arbeitest dich quasi von den wichtigen Punkten durch und schaust dann, was macht das mit dir, und gleichzeitig schaust du dann auch, okay, und was ist das bei jemanden anderen? Und da bekommst du sehr, sehr tiefe Einblicke in dich, aber auch in das Leben von anderen, wie sie so gestrickt sind, was sie so brauchen, was sie so machen, warum sie vielleicht manche Sachen machen, wie sie sie machen. Und damit hast du ein Mega-Tool in der Hand, ja, weil ich weiß, dass viele, die das Buch gekauft haben oder die sich das PDF gekauft haben, nicht so ganz noch für sich herausgefunden haben, wie sie damit arbeiten. Also hier jetzt nochmal der Reminder, so arbeitest du damit. Das heißt, es ist nichts, was du von vorne nach hinten durchliest, sondern es ist wirklich ein Arbeitsbuch, sage ich jetzt einmal, ein Nachschlagewerk, wo du dir die Dinge zusammenziehst, und zwar in der Gesamtheit. Das heißt, du weißt dann also von der psychologischen Numerologie her, vom Archetyp her, von deiner Lebenszahl her, aha, okay, was steht da alles über mich drinnen oder über die andere Person, genauso wie bei Human Design, und verbindest das alles miteinander. Und als Zusatz habe ich noch hineingegeben, generelle so Schwingungszahlen, also generelle Schwingungsfelder der Zahlen. Das kannst du ganz einfach durchlesen. Das ist wirklich einfach ein
das kann man gut durchlesen, so Punkt, ja, von vorne nach hinten, weil das einfach ein Hilfsmittel ist, auch wenn du zum Beispiel Zahlen immer wieder siehst, wiederkehrende Zahlen auf Nummerntafeln zum Beispiel, es begegnet mir die ganze Zeit die 7, was bedeutet die 7 überhaupt für mich? Oder meine Lieblingszahl ist 13, was bedeutet das für mich? Was steht da eigentlich dafür? Wie kann ich mich da mit dieser Schwingung vielleicht auch besser verbinden? Und wenn ich dann da weitergehe und das mit mir verbinde in meinem System und spiele damit, ja, wie kann ich zum Beispiel auch andere Botschaften des Universums verstehen, indem ich vielleicht auch mit Zahlencodes beginne, die Welt ein bisschen anzusehen und mich auch durch die Zahlen so ein bisschen leiten lasse. Also es ist echt sehr spannend, inklusive auch der universellen Gesetze, die ich wichtig gefunden habe, in der Zusammensetzung, die wichtig sind, um manche Dinge zu begreifen und für sich umzupolen auf eine leichte Art und Weise, um damit weiterzugehen. Also ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Vergnügen, viel Freude und jetzt, wo du weißt, wie das wirklich geht, auch ja, ganz viel Spaß dabei, dich und andere Menschen zu analysieren und so tatsächlich zur Profilerin in deinem Leben, aber auch für andere Leute zu werden tatsächlich dadurch. Bis dann. Baba.